Freunde, ich will ehrlich sein, ich glaube nicht, dass ihr für dieses Video bereit seid, denn ich bin seit 2 Stunden hier an diesem Ort und ich kann immer noch nicht fassen, wie geil das hier ist. Ich behaupte, dass ich den für mich persönlich schönsten Schrein in Japan gefunden habe. Und damit herzlich willkommen bei DZM, eurem Kanal rund ums Reisen, Leben, Motivation und allem Kram, der mir so einfällt, Freunde. Ich war heute auf einer Tour mit dem Roller. Eigentlich wollte ich gar nichts Besonderes machen. Ich wollte ein paar Orte besuchen und im Supermarkt gehen, mir was zu essen kaufen und hatte auf der Karte so einen kleinen Ort entdeckt. Bin hierher gefahren ohne Clou, ohne irgendwas, einfach blind. Zu meiner rechten Seite befindet sich der meiner Meinung nach für mich persönlich krasseste Schrein, den ich in Japan je gesehen habe. Jetzt aber zeige ich euch das Ding erstmal. Ich bin von da gekommen heute mit dem Roller. Da muss man durch ein Tor, was man einfach aufmacht und wieder zumacht. Ich bin hier mitten am Ende vom Nichts. Ich blende euch mal die Karte ein. Das ist echt mitten im Nichts. Und dann habe ich hier diesen blauen, smaragdblauen See gefunden. Und schaut mal da. Da ist der Schrein. Mitten auf diesem kleinen Stausee befindet sich dieser Schrein. Und ich verschwende auch keine weitere Zeit. Da gehen wir rein, Freunde, denn ihr müsst diesen wunderbaren Ort in seiner ganzen Herrlichkeit selber sehen. Ich bin seit 2 Stunden hier und ich bin hier wieder zurückgelaufen, weil ich wirklich euch das Erlebnis geben wollte, wie ich es hatte, hier lang zu laufen mit dem Wind, der Sonne. Die Hitze könnt ihr nicht fühlen, aber es ist ultra heiß und dieser Wind ist einfach so schön. Und dieser Schrein, Mann. Hier gibt es auch sogar ein paar Bänke. Und wie ihr seht, das ist niemand hier. Ich war jetzt ungelogen. Ich habe auf die Uhr geguckt, 2 Stunden hier. Und es war eine andere Dame hier. Und ich habe die gefragt, bis wann das Ding hier offen hat. Und sie meinte, das hat keine Schließungszeiten. Das heißt, die Sonne geht da hinten unter, wo die Stadt ist, wo man am Horizont die Stadt und die Berge sieht. Das heißt, ich werde zum Sonnenuntergang hier nochmal herkommen. Ich muss hierher kommen, ich muss hier Fotos und Videos machen. Ich muss, Freunde. Ich bin in einem anderen Modus gerade. Guckt euch dieses Todi an hier. Das ist ein Todi, Junge. Das ist Wahnsinn. Guckt euch das an. Ich sag's euch, wie es ist, wenn wir erstmal da drinnen sind, werdet ihr das in seiner ganzen Herrlichkeit sehen mit den Momiji, den Ahornbäumen. Das ist so krass und ich laufe hier noch und wundere mich, wo bin ich denn hier? Ich bin doch hier mitten im Nichts. Und dass hier niemand herkommt, liegt an der Beschaffenheit des Ortes. Womit ich euch so ein bisschen erklären will, warum es für mich der krasseste Schrein ist, den ich je gefunden habe. Und ihr wisst, ich krieche in jede Ecke. Ich war in jeder Ecke in Japan. Also sagen wir mal nicht in jeder Ecke, aber da, wo ich war, bin ich überall reingekrochen und hingekrochen. Und guckt euch das an. Guckt euch dieses Wasser an. Da ist sogar so ein bisschen so ein Strand und so ein Schilf. Und da stehen große Koi-Karpfen drin. Das könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen. Aber da stehen riesengroße Koi-Karpfen drin. Und es ist niemand hier. Was einer der Punkte auf meiner Liste ist, warum es für mich der schönste Schrein ist, er liegt im Grunde leicht erreichbar an einer Straße und man muss nur ein bisschen in so eine Dorfgegend rein, 30, 40 Sekunden mit dem Auto und das heißt, niemand kommt her. Niemand kommt her. Eine Dame war hier, die habe ich gefragt. Seit 2 Stunden bin ich hier alleine. Und hier ist es relativ wild. Also hier liegen ein paar zerrupfte Raben rum oder Krähen, Raben. Und es gibt hier tatsächlich auch einen Wanderpfad zum Berg. Ja, das ist hier auf dem Schild beschrieben. Alles natürlich auf Japanisch. Das ist kein Touristenspot, den ich euch hier zeige. Solltet ihr jemals die Chance haben, wie ich es euch immer empfehle, euch mal eine Woche in Japan ein Auto zu mieten, übers Land zu brettern, besucht diesen Ort, wenn ihr in Shiga seid. Es ist ein leichtes, bei der Umrundung des Biwako zum Beispiel, diesen Spot hier mit einzubauen. Also erzählt mir bitte nicht, dass diese Orte im Grunde, die ich euch hier zeige, für niemanden geeignet sind. Das stimmt so nicht. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, das Kommentar.
wenn man mal Osaka, Kyoto, Tokio auslässt und einfach mal eine geile Autotour durch Japan macht, vielleicht einfach einmal den Biwako umrunden mit Campen und Co., dann kann man hierher, kann es locker mit einbauen und kann hier einfach mal 1, 2, 3 Stunden einfach nur sitzen und Tee trinken. Und ihr werdet sehen, da unten gibt es auch Bänke. Ey, ich bin immer noch aufgeregt. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass es hier kaum Menschen gibt oder fast keine Menschen und wenn dann nur mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit Locals, dass dieser Ort sehr wild ist, dass es hier sogar Wildschweine gibt und große Karpfen im Wasser, die sich relativ wild verhalten, macht diesen Ort mit seiner ja eigentlich gar nicht so abgelegenen Positionierung für mich zu einem der schönsten Schreine, die ich tatsächlich je in Japan gefunden habe. Guckt euch das an. Komorebi kommt hier durch, ja, die Sonne scheint hier durch die Blätter hindurch. Wahnsinn. Schaut euch das an. Wir gucken uns das alles ganz genau an heute, weil wir, wie gesagt, auch niemanden stören, was ich persönlich als sehr angenehm empfinde. Nichtsdestotrotz bin ich hier in einem Schrein und deswegen werde ich jetzt hier auch nicht mehr so rumschreien. Schaut euch das an. Es ist der absolute Wahnsinn. Vorhin war hier auch, glaube ich, ein Affe gewesen. Und das ist kein Witz, denn das ist hier ein Wandergebiet. Das ist hier ein riesiger Berg, den man hochwandern kann. Und dementsprechend gibt es hier auch relativ, ja, wilde Tiere, wie zum Beispiel Affen. Ja. Wahnsinn, guckt euch das an. Und das hier ist sozusagen der Hauptschrein. Den gucken wir uns aber gleich an. Da ist jetzt tatsächlich mal ein Auto gekommen, das glaubst du ja nicht. Der ist auch ganz verwirrt, steht da am Geländer, guckt sich die Sache hier an. Wie gesagt, da ist auch kein Schild dran an dem Tor, was es so ein bisschen zu so einem ganz heimlichen Ort macht, wo man auch erstmal nicht genau weiß, darf ich nicht. Schaut euch das an. Der Wahnsinn. Am Fuße des Berges gelegen, ja, Freunde. Also schöner wird's nicht. Schaut euch das an. Das ist der persönlich schönste Schrein, den ich je gesehen habe. Er liegt erreichbar, aber niemand kommt. Er ist wild am Fuß eines Berges. Du hast alles, was du brauchst hier. Schau dir das an. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch verrückt. Du musst dich hier mit niemandem rumschlagen. Es ist nicht voll. Da hinten ist auch ein Berg, den kann man auch bewandern. Ist das ein schöner Spot?
wirklich am Fuße dieses riesigen Bergareals. Man kann es bewandern. Und da schauen wir uns gleich noch an, wo der Eingang dazu ist. Beziehungsweise auch der Ausgang. Das ist der absolute Hammer. Das ist echt der Traumspot. Hier könnt ihr auf die Bank euch setzen, einfach ein Teechen trinken, im Schatten dieses heiligen Ortes einfach genießen. Und hier haben wir den Eingang zum Berg. Hier geht es in das Wandergebiet sozusagen. Das wäre auch interessant zu machen, aber das machen wir nicht heute. Ach, das ist ein Angler, der gerade gekommen ist. Der geht jetzt hier angeln. Schaut mal, da geht's in den Wald. Wahnsinn. Und ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Das ist der absolute Traum. Schaut euch das an. Es stört auch überhaupt nicht, dass hier jemand ist. Im Gegenteil, ich empfinde das als sehr angenehm, dass da jetzt jemand angelt. Das macht diesen Ort noch ein bisschen reeller. Denn die letzten 2 Stunden war ich echt hier so ein bisschen alleine in diesem mystischen Schrein und habe mich gefragt, ob dieser Ort echt real ist. Das kriegst du ja so nirgendwo serviert. Das ist der Wahnsinn. Ich wollte euch diesen unglaublichen Ort mal näher bringen. Ich kann euch nur empfehlen, mal das japanische Land zu erkunden, durchaus mal mit einem Mietauto. Und solltet ihr dazu Fragen haben, schreibt mir gerne in die Kommentare, unterstützt gerne den Kanal mit einem Abo. Und ja, würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Wenn ich euch dann vielleicht mal wieder mehr von dieser Art Orten zeige oder sonst welche Geschichten erzähle. Macht's gut, haut rein, ciao.